Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Wonderbook vor. Wonderbook ist ein Spiel von den Autoren Martino Cerchiera und Michele Piccolini mit Illustrationen von Miguel Combra. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 90 Minuten und ist bei Abacus-Spiele erschienen. Im Zentrum des Spiels steht das Wonderbook, welches ein Pop-Up-Buch ist. Dies ist der Spielplan. Die Spieler steuern eine Heldengruppe aus bis zu 4 Charakteren. Jeder Charakter hat einen speziellen Angriff und besondere Fähigkeiten. Wonderbook wird über 6 zusammenhängende Kapitel gespielt. Kapitelübergreifend bleiben die Entscheidungen der Spieler sowie neue Fähigkeiten der Charaktere bestehen. Jedes Kapitel hat einen eigenen Kartenstapel, den es im Grunde einfach von oben nach unten durchzuspielen gilt. Er erzählt die Geschichte, bringt Aktionskarten, Gegenstände und jede Menge Ereignisse mit. Durch Aufgabenkarten werden die Helden vor Missionen gestellt, in denen dann meist abwechselnd die Heldengruppe und die Gegner am Zug sind. Sind die Helden am Zug, hat jeder Charakter nacheinander je 3 Aktionen zur Verfügung. Mit diesen kann man laufen, angreifen, Gegenstände einsammeln und so weiter. In den meisten Gegnerphasen wird eine Würmkarte aufgedeckt, die meist neue Würms ins Spiel bringt und oder diese aktiviert. Würms sind die Feinde der Helden und bewegen sich einfach für jede Aktivierung auf die Helden zu und greifen an, sobald sie auf demselben Feld stehen. Die Karten im Stapel sagen den Spielern, was sie wann wie tun müssen, um zu gewinnen. Die Spieler verlieren das Kapitel, wenn sie keine Schicksalsmarker mehr haben. Wenn zum Beispiel ein Charakter keine Lebenspunkte mehr hat, wird einer umgedreht. Sobald die Spieler alle 6 Kapitel gewonnen haben, haben sie die Abenteuer des Wonderbooks gemeistert. Was mir am Wonderbook wirklich gut gefällt, ist, wir haben hier einen familienfreundlichen Dungeon Crawler. Allein dieses Genre ist sehr selten und er bleibt auch von Kapitel 1 bis zum Kapitel 6 familienfreundlich. Und das liegt vor allem daran, dass die eigentlichen Sachen, die man macht, sehr einfach sind. Die Kämpfe zum Beispiel, die sind super simpel. Wir haben hier diese Würfel, die haben immer eine 50-50% Chance. Ein X ist immer nicht getroffen. Und dieses Symbol heißt immer, wir haben einen Treffer. Und so würfelt man alles aus, was es hier so gibt. Vor allem natürlich die Kämpfe. Und jeder Charakter hat so Spezialfähigkeiten. Das fängt am Anfang ganz einfach an und später kriegen wir so Upgrades. Da werden wir besser bzw. kriegen einfach neue Fähigkeiten dazu, sodass man da auch ganz langsam rangeführt wird. Aber es wird dadurch nicht komplizierter. Wir haben zwar mehr Möglichkeiten bei den einzelnen Zügen, aber eben keine komplexeren. Und das gefällt mir wirklich gut. Und was ich sagen muss, ich habe selten ein Spiel erlebt mit so einem opulenten Aufbau, wo ich gesagt habe, der Aufbau, der lohnt sich. Und hier ist es tatsächlich so. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal an Everdell denken, das hat auch so einen Baum und der Baum, der steht immer nur im Weg. Und der hat eigentlich keine weitere Funktion. Und hier ist es total anders und das finde ich richtig gut. Dieser Baum, dieses Buch ist Teil des Spiels. Es ist nicht nur ein Pop-up, wo man an verschiedenen Stellen ziehen kann und so. Es sind Details auf dem Plan wichtig. Man muss es öfter drehen, gucken, was suchen. Die Schwerkraft spielt eine Rolle. Man hat verschiedene Techniken, die man im Laufe des Spiels anwenden muss. Es gibt verschiedene Überraschungen, wo auf einmal hier noch irgendwelche Specials versteckt sind in diesem Buch. Und all das kommt im Laufe dieses Spiels zu tragen und es ist wirklich, ohne diesen Baum würde das Spiel nicht funktionieren. Und deswegen finde ich das hier richtig genial. Natürlich auch, dass man den einfach so auf- und zuklappen kann. Man muss nichts aufbauen in dem Sinne. Das ist toll. Natürlich hat es so ein bisschen seine Probleme. Es kommt ja manchmal aus der Lasche raus. Oder die Felder, wo man sich hinstellen soll, sind ein bisschen schief oder so. Das bringt so ein Pop-up mit sich. Aber das hält sich so in Grenzen, dass das eigentliche Spielerlebnis auf jeden Fall im Vordergrund steht. Und jetzt ist so faszinierend, was dieses Buch alles kann, dass ich hier wirklich begeistert von bin. Wo ich nicht ganz so begeistert von bin, sind die ersten 2 Kapitel. Ich verstehe, dass man leicht einführen will und es beginnt tatsächlich, das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich das jetzt erzähle, aber Kapitel 1 beginnt auf der Buchrückseite. Das heißt, da ist dieser Baum noch gar nicht da, sondern erstmal nur diese flache Ebene. Dafür kommt dann halt dieser Umschlag noch rein, um auch da wieder ein bisschen was Special-mäßiges zu haben.
Und das Kapitel 1 ist wirklich, um die Mechanismen kennenzulernen, wo man viel einfach nur plump kämpft. Und es ist dann ein bisschen dieses, man macht die Gegner kaputt, am Ende der Runde kommen sie wieder. Man macht die Gegner kaputt, am Ende der Runde kommen sie wieder. Und man versucht halt, sie so kaputt zu machen, dass wenigstens einer von den Figuren noch dran ist, damit der ein bisschen weiterlaufen kann, um irgendwas von der Story zu machen. Das ist mir ein bisschen plump, aber für Kapitel 1 vollkommen okay. Und schade fand ich dann, dass Kapitel 2 auch noch so ein bisschen so war. Und da war es dann tatsächlich auch so, da spielt dann nur eine Seite hier von diesem Kapitel eine Rolle, also von diesem Buch. Und gerade bei 4 Spielern war es dann schon ein bisschen schwierig. Da musste man dann auch so ein bisschen rumgucken, weil der Baum als solcher eben noch keine Rolle gespielt hat. Und da war es dann ähnlich nochmal. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass Kapitel 2, was auch noch wie so eine Einführung sich angefühlt hat, schon ein Ticken actionreicher noch gewesen wäre. Weil ab Kapitel 3, und es gibt ja leider, muss ich sagen, nur 6 Kapitel, ab Kapitel 3 wurde es dann wirklich actionreich, abwechslungsreich und so. Aber die ersten beiden Kapitel, und das sind ja die, mit denen man anfängt, die waren mir dann doch zu sehr Einführung. Also ein Kapitel Einführung hätte mir gereicht und dann wäre es mir besser gefallen, wenn es in Kapitel 2 dann auch gleich so richtig losgegangen wäre. Weil tatsächlich haben wir 2 Mitspieler verkrault nach den ersten 2 Kapiteln, weil die gesagt haben, nee, das ist uns zu plump, immer nur Gegner kaputt machen, sie kommen wieder und so. Zu wenig mit dem Baum und irgendwie, die wollten nicht mehr spielen. Wir haben dann zu zweit mit 4 Charakteren den Rest gespielt und dann wurde es halt richtig gut. Das war so ein bisschen schade. Das war so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und da wäre es schöner gewesen, Kapitel 1 wäre Einführung und Kapitel 2 wäre dann gleich so ein Knaller-Kapitel gewesen, was einen so flasht, wo man sagt, ich will auf jeden Fall weiterspielen. Das kam erst mit Kapitel 3. Genau, aber das ist auch mein einziger Kritikpunkt. Mir haben auch schon die ersten beiden Kapitel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Aber natürlich war es kein Vergleich zu den hinteren Kapiteln, wo man wirklich mit diesem Buch einfach so viel tolle Dinge gemacht hat, die man gar nicht so erwartet. Und von daher muss ich sagen, insgesamt für mich eine ganz, ganz runde Sache, ein ganz tolles Spiel. Es ist neuwertig, weil es eben ein familientauglicher Dungeon Crawler ist. Es ist neuwertig, weil es mit einem Pop-Up-Buch funktioniert. Also ich kenne das so in diesem Stil noch von keinem anderen Spiel. Und darüber hinaus eben auch die Story so ist, dass man auch Entscheidungen treffen muss, die auch wieder Auswirkungen auf den späteren Verlauf des Spiels haben und so. Von daher für mich eine ganz runde Sache und wirklich ein tolles Familienspiel. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem Video und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.